So. Ja, damit haben wir das erste DLC zu Ende gespielt. Und jetzt haben wir natürlich noch Blood und Wein. Jetzt ist die Frage, fangen wir noch mit Blood und Wein an? Also aufhören werde ich natürlich noch nicht, aber fangen wir mit Blood und Wein an? Ah, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Die Waffe ist gut. Ja, okay. Dann machen wir das. Packen wir noch mit rein. Und Angriffskraft packen wir noch mit rein. Auf jeden. Ja, sehr gut. Schön, dass du da bist. Räudi. Ich denke, dass ich dich richtig ausgesprochen habe. Ich hoffe es zumindest. Und schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen hier. In der kleinen, aber feinen Runde. So. Wo muss ich hin? Ich und mein Orientierungssinn. Das Schlimmste ist erstmal, ich muss erstmal wieder wegkommen. Okay, da hinten muss ich hin. Ich nehme an, wenn ich mich da jetzt runterfallen lasse, sterbe ich, oder? Ja. Keine Option. So. Gibt es denn? Gut, wir gehen den altmodischen Weg. Ich hab's ja verstanden. Ist ja gut. Altmodisch ist gut. Altmodisch ist toll. Passt. Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty, O Valley of Plenty, oh. Komme ich von da nach oben wieder raus oder muss ich den Weg zurückgehen? Gerrit? Ja, sieht so aus, als wenn ich von hier wegkomme. Sehr gut. Wenn ich in die Richtung gehe, kommen wir zu einem Schnellreise. Gedönsel. Bitte keine Spinnen, bitte. Okay, es sind Wölfe. Ach, komm. Stufe 5. Oh, das. Nee, Bambi will ich nicht töten. Dich will ich töten. Wo war das Dorf? Ich und mein Orientierungssinn. Da ist das Dorf. So lange Wege brauchen wir jetzt hier unbedingt noch machen. Gott, ich freue mich auf Blood and Wine. Vor allem, mir wurde da schon so viel von vorgeschwärmt. Ach, das wird toll. Von was? Ja, von dem zweiten DLC. Von Blood and Wine wurde. Je also, auch in anderen Streams hatte mir schon so viel von erzählt. Und wie toll das DLC sein soll. Deswegen freue ich mich da umso mehr drauf. Du siehst aber Freust du schlimm dich zurecht, aus. allein das neue Gebiet, herrlich. Ja, das wurde mir auch schon gesagt, dass das richtig, Schaust du nicht richtig geil aus, aussehen was soll. Winter? Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Geralt von Riva, Ja, Tachchen. setz dich zu uns, Hexer. Ja, das fehlt dem Schritt, Leute. Hab eure Mitteilung am Anschlagbrett gefunden. Siehst du, Palmerin, ich habe es dir ja gesagt. Der Greif bei Weißgarten. Wir müssen nur den Spuren seines Schlächters folgen, dann stoßen wir früher oder später auf Geralt. Och, mich hätte man überall finden können. Peyron und Palmerin de Longfort. Schön, euch zu sehen. Quatsch, gucken wir, wie die rumlaufen. Die Freude in diesem ist Spiel. ganz auf unserer Seite. Oh, die Rüstung finde ich gar nicht mal so Verzeih schlecht. die bescheidene Stube. Margold. Als wir schworen, das Dorf unter unseren Schutz zu stellen, hat uns der Dorfälteste diese Hütte überlassen. Er behauptet, es sei die beste im Dorf. Gibt es irgendwelchen Ärger? Nun, nach dem Abzug der redanischen Garnison
geht es in dieser Gegend drunter und drüber. Die Tyrannei der Banditen ist besonders garstig. Diese Plünderer werden sich bald ins Dorf begeben, um Tribut zu fordern. Milton und ich werden ihnen das austreiben. Wir haben geschworen, gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu kämpfen, wo immer wir auf sie stoßen. Die Angelegenheit betrifft dich natürlich nicht. Aber bitte sei so gut und warte auf uns. Wenn wir mit den Tonichtguten fertig sind, haben wir dir ein offizielles Ersuchen zu unterbreiten. Ihr wollt also auf die Banditen warten programmiert und gegen sie kämpfen? Palmarin möchte zunächst an ihren Anstand appellieren. Ich fürchte freilich, es wird vergebens sein. Ja, und ob. Ich krieg dieses böse Grinsen gerade hier aus dem Gesicht. Schon manche abgebrühte Gesetzlose hat nach einem Tadel auf den rechten Weg zurückgefunden. Nicht in dieser Gegend. Bestimmt nicht. Wenn sie unbelehrbar sind, so werden wir zumindest wissen, dass wir alles getan haben, um ein Blutvergießen zu vermeiden. Gut, ich helfe natürlich, wenn Palmarins Einlassungen auf taube Ohren stoßen. Trefflich, dann brauchen jetzt nur noch die Banditen zu erscheinen. Sie kommen! Hört ihr? Die Banditen sind da. Gehen wir sie begrüßen. Ja! Oh, Katze! Katze streicheln will. Katze verschwindet da. Erstmal schön am Meckern, wie es Katzen immer tun. Hätte uns Salem sein können. Der rennt auch immer so weg. Herhören, ihr garstigen Übeltäter! Gera, so ganz cool lehnt sie da an. Der meint uns. Ich, Palmarin de L'Enfant, fordere euch auf zu bereuen. Schaut in eure Herzen. Seht ihr nicht, wie schwarz sie sind? Was für ein Kasperle-Theater. Es ist ehrlos, gewöhnliche Leute zu berauben, ihre Vorratskammern zu plündern. Lasst ab vom Pfad der Schande und wir verschonen euch. Ich glaube, das sehen die anders. Glaubt, die sind anderer Meinung. Wir brechen zusammen. Jetzt verpisst euch, bevor wir die Geduld verlieren. Und ihr was anderes. Warte mal, Zork. Die Typen sind doch urig. Vielleicht haben sie irgendwelche Tricks drauf. Nein, nein, wir doch nicht. Schausteller, könnt ihr mit Bällen jonglieren? Oder kennt ihr das, wenn einer furzt und der andere den Furz abfackelt? Der edle Palmarin gibt euch eine Chance. Und ich gebe euch einen Rat. Hört auf ihn. Sonst was? Sonst seid ihr gleich im Kampf gegen fahrende Ritter der Herzogin von Toussaint. Bastarde wie euch verspeisen die zum Frühstück. Sie sind zu dritt. Zwei davon in Rüstung. Kommen wir später wieder. Und ich stehe ab Splitterdacht, oder was? Von einer Frau geschickt. Die Leute behaupten doch, wir hätten Angst vor Weibern und Narren. Oh, du hast die Herzogin beleidigt. Keine gute Idee. Wahrlich, diese Schmähung kann nicht ungesühnt bleiben. Beim Haier. Ihr werdet sie mit eurem Blut bezahlen. Hätte das Ding wohl gewinnt. Die. Beim Kranich! Die Räuber? Jaha! Bitte erledigt den mit dem Schild zuerst. Ich mag Schildträger nicht. Aua. Rot mag ich auch nicht. Autsch. Warum machst du damit? Weil es Spaß macht. Und ich gerne Leute in Stücke haue. Du Wicht. Das schüchtern sie bestimmt ein. So. Warum kommen sie nicht heraus? Wir haben sie doch vom Joch der Unterdrückung durch die Banditen befreit. Ich glaube, jetzt haben sie Angst vor euch. Sie fürchten euch jetzt so sehr wie zuvor, die Banditen. Keine Fanfaren, keine Blumen. Dies ist nicht Toussaint.
Es stimmt wohl, was die Leute sagen. Im Norden kräht kein Hahn nach edlen Taten. Wird Zeit, dass wir nach Hause kommen. Das werden wir. Ja, nehmt mich mit. Nehmt mich mit. Komm, Geralt. Edle Herren. Es ist Zeit, dass wir unsere Botschaft überbringen. Ja, nehmt mich mit. Will weg. Ich habe keine Lust mehr auf regnerische Gebiete, eisige Berge. Also raus damit. Was bringt euch den weiten Weg her? Wir müssen die Botschaft der gnädigen Herzogin vollständig und traditionell überbringen. Denn Tradition ist in Toussaint heilig. Schon gut. Ehrenwerter Geralt, Schlechter von Monstern und allem Übel, oh ja, das sich schadlos an den Schutzlosen dieser Welt hält. Du, der du im Rufe stehst, den Unschuldigen und Witwen und Waisen deine Hilfe zu gewähren, wirst hiermit gebeten, einen herzoglichen Auftrag zu erfüllen. Mhm. Befreie uns vom Biest, das das Blut durch die Gassen fließen lässt und jedermann gleichermaßen in, ja, Angst und Schrecken versetzt. Eile uns zu Hilfe, Hexer. Um dieses ersucht dich demütig die allergnädigste Beschützerin der leidenden Stadt, Herzogin Anna Henrietta. Sehr formell, würde ich sagen. Wirst du ihre Bitte erhören? Das ist vielleicht das inbrünstigste Anliegen, das je an mich herangetragen wurde. Sicher das Höflichste. Und jetzt, da der Form Genüge getan ist, möchte ich mehr über dieses... Zumindest mal ohne räudiger Hexer. Das ist gewiss, Missgeburt, wenn es noch niemand genau gesehen hat. Die einzigen Zeugen sind die grauenvoll massakrierten Opfer. Schau, dies sind einige Zeichnungen nach den Beschreibungen derer, die behaupten, das Biest erspäht zu haben. Sie unterscheiden sich leider sehr. Ich fürchte, die Zeugen reden Unsinn. Wie viele Opfer hat es gegeben? 2. Als die Herzogin vom 2. erfuhr, schickte sie uns sofort los, dich zu holen und dir Land und Schätze anzubieten, falls du ihre Bitte erfüllst. Ich will wieder Land und Schätze. Es weht ein böser Wind, Geralt. Das Biest hinterlässt keine Spuren. Bitte? Es heißt, es bediene sich schwarzer Magie. Beide Opfer waren Adlige und bald beginnt ein Turnier. Ja. Spinnherzig. Ja gut, es könnte eine Spinne sein, aber dafür hat sie viele, ne, Ärmchen. Komm, wir wollen nicht drüber nachdenken. All die Aufträge, die der ich schon verhasse. Der räudige Hexer. War kaum einer drunter, der sich für mich gelohnt hätte. Du willst doch wohl nicht ablehnen. Na, nein, war nur so ein Gedanke. Die Herzogin kann bisweilen. Also wir werden überall beleidigt und die kommen endlich so richtig höflich und freundlich daher. Das ist doch mal schön. Vorzüglich. Wir müssen große Dämonenspinne. Oh, hör auf. Wir haben lange in diesem Land nach dir gesucht. Eile ist geboten. Wir können mir reicht, dass ich in dem Spiel überhaupt Spinnen entdeckt habe. Alles dann. Auf nach Toussaint. Nach Toussaint. Die Spinnen hielten sich ja bisher im Grenzen. Zum Glück. Ich möchte auch so eine Rüstung für Plötze haben. Die sieht cool aus. Bye bye, Ochsenfurter Novigrad. Bye bye. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich will wissen, wie es aussieht. Zeigt es mir. Ich brauche diesen blöden Ladebildschirm nicht. Zeigt es mir endlich. Ich will in meine wahrscheinlich neue Heimat. Und schon. Halt schneller. Wir wissen, wie toll es dort ist. Hier sieht bunt und freundlich aus. Toussaint, Land des Weins. Land des Weins, das klingt gut. Ich liebe Wein. Genau wie ich es in Erinnerung. Okay, das ist mein neues Zuhause, da ziehe ich hin. In den letzten Jahren verändert. Du wirst sehen. Schau dich um, wenn du dazu kommst. Dann wirst du es bemerken. Ich nehme den Wein. Mir ist es immer wie ein Märchenland vorgekommen. Fahrende Ritter, Elfenschlösser. Du findest uns doch nicht merkwürdig. Nein, nein. Ich zeige dir, wie normal wir sind. Das schwöre ich beim Reiher. Beim Reiher oder beim Reiher? Hm. Oh.
Ja, hoppala! Also, wir kommen an und es geht gleich alles den Bach runter, ey. Ich habe ein ganz übles Gefühl. Ich bin direkt bestätigt. Aber geiler Helm. Hi, Tachchen. Ich konnte bisher noch nicht speichern. Oh, die armen Schafe. Ja, das sehe ich auch gerade. Nein, nein, nein. Schön, dass es nur die anderen getroffen hat. Auf mich zu treten. Au. Nicht auf mich drauf fallen, bitte. Bye, bye, hi. Eine große Bestie. Nicht sehr klug, sie eigenhändig anzugreifen. Liebe fußt nicht auf Weisheit, Hexer. Also, Guillaume, raus damit. Welche holde Maid hat dich zu dem Schwur bewegt, den Abschaum zu töten? Die schönste von allen. Wenn er ihren Namen nicht nennen will, muss er es auch nicht. Ich kenne dich nicht, Herr, und du scheinst kein Ritter zu sein. Doch für deinen Beistand bin ich dankbar. Nein, ich stehe in deiner Schuld. Diese Trophäe soll dein sein. Ich nehme die Trophäe gerne. Vielleicht zahlt jemand dafür. Du hast gut gegen den Riesen gekämpft. Hast du Erfahrung im Kampf gegen Monster? Nein. In Toussaint kämpfen wir vor allem gegen Banditen. Doch ich habe geschworen, der Herrin meines Herzens den Kopf eines Monsters zu bringen. Wie der berühmte Gottfried der Riesentöter. Du willst doch das Biest nicht erlegen, hoffe ich. Das überlassen wir besser Geralt. Auf mich wartet eine andere Herausforderung. Wenn Geralt das Biest töten soll, muss er wissen, dass es wieder zugeschlagen hat. Es wurde eine Leiche angespült. Am Fluss beim Basilisk. Damien de la Tours Männer sind schon dort und sichern die Gegend. Sichern die Gegend? Dann gehe ich lieber gleich hin, ehe sie alle Spuren und Hinweise niedertrampeln. Wohlan denn. Ich reite zur Stadt. So, Geralt schlüpft nur in die Wände. Die Herrin von Geralts Ankunft. Wir treffen uns später bei Guillaumes Zelt am Turnierplatz und ich geleite dich dann zur Herrin. Jetzt wird mein Orientierungssinn schon wieder auf eine harte Probe gestellt. Ja, ich darf mich frei bewegen. Nee, nicht wird jemand zivilisiert miteinander gesprochen. Wie wurde das vorher etwa nicht? Ich dachte, diese ganzen Beleidigungen wären höflich gewesen. Also höfliche Beleidigungen. Ich will mir einmal die Map angucken. Ach du grüne Nonne. Ach du. Oh Gott. So, wie viele Stunden bin ich unterwegs? Ja, das wird lustig. So, weit voraus. Tapferer Junge, dieser Guillaume. Palmerin hat ihn aufgezogen. Ich hab schon welches eher den Mund zu Genetik gehört. Oh Mann. Mutation und Großmeister Hexerausrüstung. Platz und Wein kann sich Geralt weitere Hexermutationen unterziehen, neue Möglichkeiten freizuschalten. Schon bald triffst du auf einen Boten, der dir einen höchst interessanten Brief überreicht. Diesem befasst sich mit den Geschichten von Professor Moreau, um mehr über diese Mutation zu erfahren. Man erzählt sich, dass in Toussaint ein meisterlicher Handwerker lebt, der Hexerausrüstung von unerhörter Qualität anfertigt. Außerdem bekommst du Spezialboni, wenn du manche oder sogar alle Teile eines Sets der außergewöhnlichen Rüstung trägst. Du wirst die Investition in diese neuen Möglichkeiten nicht bereuen. Okay.
So, wo gibt's jetzt den Wein? Ich bin eigentlich nur des Weines wegen hier. Alter, hier will ich leben. Oh, ein süßer Wauzi. Gewöhnungsbedürftig, die ritterliche Ausdrucksweise. Vor ja, stimmt. Allem der Wechsel zwischen blumig und nahezu normal. Wir sind fahrende Ritter im Dienste der allergnädigsten Herrin. Wenn wir in ihrem Namen handeln, bindet uns die Tradition. Oh Gott, ist das schön hier. Niemand da? Sie müssen den Leichnam bereits fortgebracht haben. Das ist eine geile Brücke. Vielleicht haben sie was übersehen. Beschlagene Stiefel, diverse Paare. Das muss die Herzogswache gewesen sein. Sehen wir nach, wo sie hingegangen sind. Sie sind am Wasser entlang gelaufen. Vielleicht lag ihr Ertrunkener. Wir haben das. Oh ne. Vorsicht. Sowas. Was seid ihr denn? Oh. Alter, seid ihr hässlich. Nein, mir platzt auch wieder. Oh, warum platzt ihr immer? Lecker Schmecker. Nein, 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 nein. Die hat der Blutgeruch hergelockt. Suchen wir weiter. Wie heißen die denn? Platzer? Wow. Ich weiß gar nicht. Irgendwelche andere Arten konnten doch auch sich auch platzen lassen, oder? Also in Novigrad da die Gegend. Da gab es auch so irgendwelche Viecher im Moor. Die waren auch ekelhaft. Was der Fluss mitbringt, wird hier im seichten Teil angeschaut. Geralt, such doch mal nach Wein. Fußspuren, siehst du? Und die Schleifspur eines Bootsrumpfs. Sie sind noch nicht lange weg, würde ich sagen. Sie sind vor 2 Stunden nach Nord gezogen. Sie haben Netze an Land gezogen und aufgeschnitten. Nach der Blutmenge zu schließen, muss die Leiche gevierteilt oder sonst wie zerstückelt worden sein. Vermutlich haben sie die Leichenteile auf ein Boot geladen und weggebracht. Den Baum, ich esse ein Blatt. Das ist mein Spurenlesen. Ich springe rein und sehe mir die übrigen Netze an. Es sind nur noch blutige Fetzen von den Kleidern des Opfers übrig. Hochwertige Kleidung. Das Opfer war wohlhabend. Sieht so aus. Juhu, wir dürfen schwimmen. Weiter? Unter dem Meer. Unter dem Meer. Warte, da. Gerrit. Ich vorbeischwimmen. Genau. Ein Holzlöffel. Damit kann man auch wunderbar Augen ausstechen. Ein Seidentaschentuch mit Monogramm. ELC. Es muss einem Adligen gehört haben. Wäre gut zu wissen, wo sie die Leiche hingebracht haben. Und jetzt? Wir wissen, dass dies nicht der Schauplatz des Mordes ist. Die Leiche wurde angetrieben und hat sich dann in einem Netz verfangen. Die Wachen haben sie rausgezogen und mit dem Boot weggebracht. Ich will sie mir ansehen, bevor die Verwesung einsetzt. Die Taverne. Die Inhaber müssten gesehen haben, wo die Wachen hingefahren sind. Fragen wir nach. So, die üblichen Schaulustigen. Wie wenn man in Deutschland einen Unfall sieht und erstmal schön am Gaffen ist. Noch eine Sache. Ich habe ein Taschentuch mit Monogramm gefunden. DLC. Wo der im Auto dann erstmal schön langsamer wird. Delacroix? Kann nicht sein. Direkt dann erstmal das Handy rausholt. Offenbar kanntest du ihn gut.
Vor langer Zeit waren wir enge Freunde, doch unsere Wege trennten sich. Er war ein Mann der Extreme, der seinen Gefährten beistand und die Feinde bis zum Letzten bekämpfte. Hatte er denn viele Feinde? Aber ja. Doch was hat das mit dem Biest zu tun? Ah, Geralt, es ist zu schmerzlich. An diese alten Zeiten möchte ich jetzt lieber nicht denken. Verstehe. Wir reden später. Gehen wir in die Taverne. Taverne klingt gut. Ich muss dich bald verlassen und zum Hof zurückkehren. Du bist doch gerade erst in Toussaint eingetroffen. Ein Ritter in den Diensten der allergnädigsten Herren kennt keine Rache. Tatsächlich befürchtete ich schon, zu spät zu kommen und meine Pflicht zu tun. Doch es zeigt sich, dass ich gerade recht eintrete. Okay, der ist am Joggen. Also gut, ich weiß, die Rüstung ist ein bisschen sperrig, aber... Kommt, das ist doch irgendwie niedlich. Ich gewähre ihm ein bisschen Vorsprung. Das dauert ein bisschen, bis der da ist. Wenn du die Leiche untersucht hast, musst du Anarietta Bericht erstatten. Anarietta? Der allergnädigsten Herzogin. Ich vergesse mich bisweilen. Wir nennen einander beim Vornamen, wenn wir unter uns sind. In Palmerins Anwesenheit jedoch nicht. Er nimmt Anschluss an solche Vertraulichkeiten. Ein Treffort für Händler, Schmuggler und Seeleute. Und es gibt hier die beste Langustensuppe in ganz Toussaint. Sag du mal weiter. So, fertig gesockt. Meiner Treu, rieche ich das deftige Aroma von Pâté? Nichts anderes, Herr de Perrac-Perron. Die Zeit hat deine Sinne nicht getrübt, wie ich sehe. Setz dich doch. Es wäre uns eine Ehre. Und auch dein Begleiter. Doch weswegen liegt gar kein Duft nach Langustensuppe in der Luft? Es gibt heute leider keine Suppe, weil die Langusten aus sind. Du hast es vielleicht noch nicht gehört, aber ich habe nur eine Leiche gefangen. Im ersten Morgengrauen. Und der Himmel war blutrot. Genau wegen dieser Leiche sind wir hier. Der Mann, den du zu Tische batest, wurde von der allergnädigsten Herrin aus fernen Landen gerufen, auf dass er das Biest finde und... In dieser Sprechweise muss man sich echt ein bisschen gewöhnen. Wir zwei Männer zu Tisch. Und da Ritter de Perrac-Perron eher das Temperament eines Hasen als das eines Hundes hat, nehme ich an, dass der Jäger wohl der andere ist. Mit wem haben wir das Vergnügen? Ich heiße Geralt. Wie bescheiden. Du kannst noch nicht lange mit Herrn de Perrac-Perron herumziehen. Ja, Daniel, dir eine wundervolle Nacht. Schön, dass du da warst. Er hat Fragen zum letzten Opfer. Und eine wundervolle Nacht. Ich habe die Leiche einen schönen Tag morgen. Die Sonne war gerade aufgegangen, als ich erwachte und mich im Bett aufsetzte. Ich sah aus dem Fenster und der Himmel war rot wie Blut. Bitte, Geralt, frag mich. Sonst sind wir im Winter noch hier. Ich muss die Leiche sehen. Weißt du, wo man sie hingebracht hat? Sie haben sie über den Fluss gefahren, auf einen Karren geladen und den Corvo Bianco in den Keller gebracht. Damit sie kühl liegt, weißt du? Mhm. Was? Aber Corvo Bianco ist das Anwesen von Baron Rossell. Wenn der erfährt, dass sein Keller in eine Gruft verwandelt wurde, lässt er die Hunde von der Kette. Sein Weingut ist versteigert worden, während ihr im Norden waltet. Wer war das? Die Frau, die gerade gegangen ist, die habe ich noch nie gesehen. Ich habe sie auch nicht reinkommen sehen. Das muss Lenise gewesen sein, die Tochter des Wirts. Aber warte mal, Geralt, das ist ja ein Skandal. Rossells Weingut wurde versteigert? Unerhört. Es ist kein Geheimnis, dass der Baron Spielschulden bis über beide Ohren hatte. Nun war endlich Zahltag und seine Gläubiger haben sein Anwesen versteigert. Die herzogliche Kanzlei hat sie übrigens gekauft. Rossell wohnt jetzt bei seinem Bruder in Vicovaro. Ich habe Rossell gesagt, dass er nochmal die Rechnung kriegen wird. Wie lange kann man sich auf vergangenen Heldentaten ausruhen? Deine Gläubiger sind schon lange genug. Schluss gekommen, dass seine Versprechen nichts wert sind. So sind die Zeiten. Die Ritter von heute sind nur blasse Schatten im Vergleich zu den Helden von einst. Es stimmt, was man sagt.
Die Götter haben das Biest geschickt, um uns zu strafen, dass wir von den alten Pfaden abgewichen sind. Ja, komm, wir gucken uns das Ganze einfach mal an, ne? Danke für die Gastfreundschaft. Ich gehe jetzt den Leichnam untersuchen. Ja, Leichenschau. Karl Bianco ist nicht weit von hier, beim Turniergelände. Einfach der Straße nach, dann kommst du hin. Kommst du nicht mit? Wir haben Navi. Ach so, du hast noch irgendwelche Verpflichtungen. Irgendwelche Verpflichtungen? Ha! Noch vor unserem Aufbruch nach Velen hat die allergnädigste Herrin mir die große Ehre erwiesen, mich heuer in den Palastgärten den Hasen spielen zu lassen. Du wirst dich kaputt lachen, wenn du mich im Kostüm siehst. Das wirft natürlich Fragen auf, aber ich fürchte, die Antwort ist eine lange, verwickelte Geschichte. Na, witziger als Geralt mit Eselsohren kann es eh nicht sein. Geschichte und Tradition, daher. Bis später, Milton. Und viel Glück. So. Wir dürfen endlich uns frei bewegen. So, perfekter Urlaubsort. Wo ist mein Zimmer? Der herzogliche Beamte sucht Hilfe. Da könnte es was zu verdienen geben. Könnte. Gehen wir zu Fuß? Reiten wir? Ach, ich weiß es doch nicht. Wir gehen erstmal zu Fuß. Die Gegend genießen. Patrouille auf nüchternen Marken. Oh, grauenhaft. Möchte diese Pferderüstung haben? Gib sie mir. Ich will sie haben. Okay, dann nicht. Ach, nicht schon wieder Gwint. Lass mich mit Gwint in Ruhe. Kampf, ne? Ich muss mich beeilen. Okay, speichern kann ich noch. Wein. Pferdchen. Leichen. Verdammt. Der Mörder muss noch hier sein. So, dann gucken wir doch mal. Nee, das wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. Die Kehle wurde aufgerissen von einem etwa menschengroßen Gebiss. Abgesehen von der Länge der Eckzähne. Gebrochene Rippen, Blutungen aus den Ohren. Muss ein ordentlicher Hieb gewesen sein. Massakriert. Das war ein Vampir, aber keine Ekima. Und auch kein Flatterer. Es muss eine Buxa gewesen sein. Oh, ja, ja. Es muss im Keller sein. Fußspuren. Na, mit Vampiren haben wir ja unsere Erfahrung. Sie führen tiefer in den Keller. Stirb leise. Mit Gewalt gegen die Wand geschleudert. Mhm. Ich glaube, wir haben sogar noch Öl gegen Vampire. Hoffe ich. Man muss sehr stark sein, um sowas einzuschlagen. Warte mal. Haben wir sowas noch? Ja. Nackt? Du, dich habe ich in der Taverne gesehen. Ich weiß, was du bist. Aber warum hast du die Leute umgebracht? Wegen ihres Blutes jedenfalls nicht. Wir müssen nicht kämpfen. Du darfst auch gerne antworten. Du irrst dich. Ich kann dich nicht gehen lassen. Okay, jetzt ist es nicht mehr ganz so schön.
Au. Okay, sie ist schnell. Die Musik ist cool. Wobei, ich glaube, ich habe jetzt hier in Witcher noch kein einziges Stück gehört, was nicht cool war. Aber du darfst gerne dich mal schlagen lassen. Okay, gegen unsichtbar machen habe ich was. Komm her. Hör auf zu schreien. Tut mir leid. Sie hat die Leute getötet, um zum Leichnam zu gelangen. Aber was hat sie am Tisch gemacht? Eine sehr gute Frage. Schlitz. Ach ja, ich schlitze gerne Leute auf. So komisch, wie es klingt. Stimmt, wir haben hier noch die Brille vom Professor. Was wir hier nicht erst für Schrott noch haben. Mal. Lege gerade durch Treffer, die beim Ausweichen erlitten werden.